Hermann Gahr von der ÖVP ist jetzt am Wort. Bundesregierung, der Volksanwaltschaft und des Rechnungshofes, meine Damen und Herren, Hohes Haus. Das Budget 2023 hat klare Ziele. Es geht um Aufschwung, es geht um Stabilität und es geht um Nachhaltigkeit für Österreich. Zwei Schwerpunkte im Speziellen sind die ökosoziale Steuerreform, die in viele Bereichen Eingang finden wird, die Akzente setzen wird und die uns aufstellt für die Zukunft. Ein weiterer Meilenstein ist die Abschaffung der kalten Progression. Sie wurde ja von vielen Regierungen versprochen, nun wird sie endlich umgesetzt und sie wird die Österreicherinnen und Österreicher entlasten bis 2025 mit 18 Milliarden Euro. Fakt ist, es geht bei diesem Budget darum, dass wir möglichst schnell die Auswirkungen der Pandemie hinter uns lassen, dass wir möglichst schnell Antworten und Wege finden aus der Energiekrise und dass wir der Teuerung entgegenwirken. Es geht um wirtschaftliche, um gesellschaftspolitische, es geht um budgetäre Stabilität für unser Land. Das Budget des Rechnungshofs, und darf kurz dazu Stellung nehmen, ist erfreulich. Es wurde erhöht. Über die Jahre war das immer ein großer Wunsch, Frau Präsident. Es werden für 2023 42,2 Millionen Euro veranschlagt. Das sind um 12,9% mehr. Wieso brauchen wir mehr Budget im Rechnungshof? Es gibt zusätzliche Aufgaben. Es geht um die Erweiterung der Kompetenzen. Es geht um neue Befugnisse nach dem Parteiengesetz. Es geht um die Ausweitung nach Verlangungsprüfungen durch eine Minderheit von Abgeordneten. Aber es geht auch darum, dass wir zukünftig auch für den Rechnungshof mehr in Sicherheit und in die Digitalisierung investieren müssen. Das Budget ist geprägt von den Planstellen. Im Personalplan sind es 323 Planstellen. Derzeit sind 280 besetzt. Die Frau Präsidentin hat im Ausschuss den Wunsch geäußert, dass es auf 295 Vollzeitbeschäftigte aufgestockt werden soll, um damit eine gute Arbeit und eine kontinuierliche Arbeit des Rechnungshofes sicherzustellen. In den letzten Jahren hat es ja durchaus auch Rücklagen gegeben. Diese wurden wieder verstärkt abgebaut. Es wird hier aus den Rücklagen Investitionen in Hardwarekomponenten geben. Im Jahre 2023 hat die Frau Präsidentin im Ausschuss festgestellt. Was ist die Zukunft der Rechnungshofarbeit? Es geht eben darum, Prüfungsschwerpunkte zu setzen im Bereich Korruptionsbekämpfung, Compliance, Transparenz bei Stellenbesetzungsverfahren, Interessenskonflikten zu Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Es geht aber darum, den Nachhaltigkeitsaspekt zu berücksichtigen, Next Generation Austria, wo es um die zukünftige Rolle des Staates geht, ob wir den nächsten Generationen mehr Schulden hinterlassen werden. Der Rechnungshof hat Covid-19 geprüft, bereits 10 Prüfungen wurden vorgelegt, an 12 weiteren wird derzeit noch gearbeitet. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben den Rechnungshof immer geschätzt und die Arbeit des Rechnungshofes hier immer positiv in den Mittelpunkt gestellt. Es gibt auch für den Rechnungshof Herausforderungen. Daher habe ich es nicht verstanden, dass die SPÖ heuer mal das Absetzen der Frau Präsidentin gefordert hat. Wir stehen zum Rechnungshof. Der Rechnungshof darf nicht zum Spielball der Politik werden. Der Rechnungshof leistet gute und wichtige Arbeit für Österreich. Mit dem Budget 2023 können die gestellten und notwendigen Aufgaben, Frau Präsidentin, erfüllt werden. Wir stehen zur Zusammenarbeit. Wir stehen für den österreichischen Rechnungshof. Danke. Als Schwerpunkte des Budgets bezeichnet Hermann Gahr von der ÖVP die ökosoziale Steuerreform und die Abschaffung der kalten Progression. 42,2 Millionen gibt es für den Rechnungshof, weil dessen Kompetenzen erweitert worden sind.